Michael Roth ist bei uns von der SPD, Auswärtiger Ausschuss. Er ist der Vorsitzende. Es ist schön, dass Joe Biden sich zutraut, dieses Amt noch weitere 4 Jahre auszuüben. Die Mehrheit der Amerikaner tut das nicht. Kann er das ignorieren? Es ist so kurz vor der Wahl schwierig, die Pferde noch mal umzusatteln. Aber auch ich war fassungslos, als ich das gesehen habe, zumal ich um die großen Verdienste von Joe Biden weiß. Ein starker Präsident, die wirtschaftliche Lage ist gut. Wir haben ihm in Europa viel zu verdanken. Die transatlantischen Beziehungen funktionieren. Ich habe ihm wirklich alle Daumen gedrückt. Nun ist es hier relativ irrelevant, was wir wünschen. Es geht eher darum, wer hat eine Chance. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses System nicht darauf ausgerichtet, kurzfristig den Präsidentschaftskandidaten auszutauschen. Aber das müssen am Ende diejenigen wissen, die es dann auch zu entscheiden haben, nämlich die Demokraten selbst. Und vor allem Biden muss es selber wissen. Und es wird sehr davon abhängen, wer an seiner Seite steht. Bleibt es Kamala Harris oder wird es jemand anderes? Ich würde es noch nicht verloren geben, aber das ist eine furchtbare Ausgangssituation. Für ihn, für die USA, aber eben auch für uns. Die Medien berichten, dass Biden nur noch wenige Stunden am Tag überhaupt arbeitet. Kann man die USA halbtags regieren? Man hat ja auch Ronald Reagan nachgesagt, dass er effektiv nur 6 Stunden gearbeitet hat. Also es, ich glaube, es kommt nicht darauf an, rund um die Uhr präsent zu sein. Es kommt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ein richtiges Team zu haben. Das ist ein Höllenjob. Mhm. Diejenigen, die ihn besser kennen als ich, sagen auch, der hat jetzt keine schwere Krankheit, er ist müde, es ist das Alter. Die Demokraten sind ein Wagnis eingegangen. Aber er hat ja immer gesagt, ich habe Trump geschlagen. Ich habe den Nationalismus und Populismus aufgehalten. Mhm. Ich kann meine eigene Partei einen. Aber jetzt steht er sich selbst vermutlich im Wege. Und das ist für uns alle bitter. Bitter. Und damit sind wir bei Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU. Herr Röttgen, Sie raten den Demokraten, diesen Kandidaten auszutauschen. Und dann soll wer kommen? Ist jeder oder jeder andere besser als Joe Biden? Ja, es ist nicht so entscheidend, ob ich das so sehe oder rate. Ich glaube, das war eben nicht nur eine schlechte Debatte, eine versemmelte Debatte, sondern es ist die Verfassung von Biden sichtbar geworden. Das wird auch keiner mehr vergessen. Und wenn sie nicht wechseln in dieser besonderen Situation, dann ist das, glaube ich, der sichere Weg zur Wiederwahl von Donald Trump. Mhm. Und es kann nicht gegen ihn passieren, das wäre Chaos. Es kann nur sagen, er muss zu dieser Einsicht kommen, seine Frau am besten auch. Und dann muss man ein Verfahren finden, das in der Lage ist, Mitte, Ende August einen Kandidaten zu finden, der in der Lage ist, die 6, 7 entscheidenden Staaten, in denen diese Wahl stattfindet, zu gewinnen. Das halte ich für machbar, denn die Mehrheit der Amerikaner sagt, wir wollen weder noch, weder Biden noch Trump. Und da muss man und kann man ansetzen, um zu gewinnen. Dieser Nominierungsparteitag der Demokraten ist Mitte August, der Republikaner ist Mitte Juli. Wir sind dankbar, dass Fred Pleitgen heute bei uns ist, Korrespondent eigentlich überall in der Welt für den Sender CNN. Fred, wenn Sie da raufschauen, würden Sie sagen, naheliegendste Lösung ist Kamala Harris. Wäre sie eine? Ich glaube, dass das für die Demokraten zurzeit die naheliegendste Lösung wäre, wenn Joe Biden in der Tat aufhören würde. Ich bin da ganz bei Herrn Röttgen. Das kann gegen Joe Biden nicht passieren. Ich glaube aber auch schon, dass Joe Biden auch klar ist, dass das jetzt entscheidende Tage werden. Weil wenn die Demokraten einen Wechsel machen wollen, dann müssen es sehr bald machen, weil dieser Nominierungsparteitag ja auch sehr nah ist. Und die müssen dann einen neuen Kandidaten aufbauen. Ich glaube, die werden dann versuchen, jemanden zu finden, möglicherweise Kamala Harris, hinter der sich dann alle vereinen müssen, wenn man gegen Trump gewinnen will. Was wir gehört haben, ist, dass zum Beispiel die Pressesprecherin vom Weißen Haus gesagt hat, dass Joe Biden es immer noch so sieht, dass er ein Übergangspräsident ist und dass Kamala Harris die Zukunft der Demokratischen Partei darstellt. Ob das bedeutet, dass sie dann die nächste Präsidentschaftskandidatin wird, ist natürlich offen gelassen, aber zumindest scheint das einer der Wege zu sein. Sie ist national zumindest bekannt in den USA, hat allerdings das Problem, dass sie sich als Vizepräsidentin in den letzten 3,5 Jahren nicht wirklich profilieren konnte. Wenn man zum Beispiel guckt, unter Barack Obama, wie sich Joe Biden profilieren konnte, zum Beispiel mit dem Themenbereich Ukraine, mit dem Themenbereich Irak, der damals für die USA total wichtig war, dann ist sie eigentlich relativ blass geblieben als Vizepräsidentin.
aber zumindest ist sie bekannt. Und wenn es jetzt wirklich für Joe Biden in den nächsten Tagen sich rauskristallisiert, dass er aufgeben muss, weil das sind ja Prozesse, die da stattfinden. Zum Beispiel, wenn die Geldgeber ihm sagen, wir geben euch kein Geld mehr, wenn keine Spenden, Veranstaltungen sind, massive abgesagt Gelder, werden, die da im Spiel sind, uns dann prominente Demokraten rauskommen, Gouverneure, Leute im Repräsentantenhaus, das darf noch man ja auch nicht vergessen. Da sind ja auch ganz viele, die auch ihre Wiederwahl auf dem Spiel haben. Das ist eine riesen Sache für viele von denen. Und dann, wenn die Umfragen weiter so bleiben, man könnte schon knapp werden. Ist es eine große Gefahr? Und dann würden Sie auch eher damit rechnen, dass es einen Kandidatenwechsel geben. Fragen wir Constanze Stelzenmüller in Washington, Sicherheitsexpertin für Brookings und tollerweise auch in dieser Sendung. Constanze Stelzenmüller, die Demokraten haben lange darauf gesetzt, vielleicht zu lange darauf gesetzt, dass ihnen Gerichte helfen würden, diesen Trump in Schach zu halten und im besten Fall dann kaltzustellen? Ja, also erstmal ein Gruß in die Runde und danke für die Einladung. Es ist immer etwas merkwürdig, so zugeschaltet zu werden, aber ich hoffe, dass das ich klar rüberkomme. Sie Volley. Ja, klar. Ich glaube, die Demokraten haben, glaube ich, in der Tat darauf gehofft, dass die Gerichte sie retten vor einer politischen Entscheidung, die keiner so treffen wollte. Nämlich zu überlegen, ob Joe Biden wirklich Sie haben gehofft, dass ihnen die Gerichte den Gegner von Joe Biden wegnehmen. Mhm. Das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Es gibt noch ein, zwei Verfahren, die laufen. Aber nach dem Immunitätsurteil des Supreme Court von der vergangenen Woche, das dem Präsidenten und auch dem früheren Präsidenten sehr weitgehenden Schutz einräumt, ist die Position nach allgemeinem Urteil von Trump eher gestärkt. Und wir haben ja auch, das haben Sie ja schon gesagt, Maybrit Illner, in der Debatte gesehen, wie energisch der Herausforderer war, dass er konzentriert war. Und natürlich hat auch das Format, die Tatsache, dass er nicht unterbrechen konnte, wie bei der vergangenen Wahl, ihm geholfen und ihn besser aussehen lassen als vor 4 Jahren. Das geht nicht mehr weg, sagt Norbert Röttgen. Schließen Sie sich an? Ist das nicht mehr auszumerzen, auch aus den Hirnen und Herzen der Wähler in Amerika? Ich glaube ja. Also nach meinem subjektiven persönlichen Eindruck bewegt das hier alle. Die Bandbreite von Gefühlen ist natürlich sehr groß, von Schadenfreude bis tiefem Mitgefühl. Aber ich empfehle, sich mal anzuschauen, die Sammlung auf der Webseite der New York Times von Einlassungen führender Demokraten. Die New York Times hat versucht, das tabellarisch aufzuführen. Da gibt es sehr wenige, die sagen, er sollte nicht mehr antreten. Ja. Da gibt es sehr viele, die sagen, er macht das schon. Aber wenn man sich diese Formulierung sehr genau anschaut, sieht man, dass die Worte sehr sorgfältig gewählt sind. Mhm. Manche von Bidens Freunden reden über seine Vergangenheit, all das, was er alles geleistet hat für Amerika. Ja. Dann sagt der Gouverneur von Illinois, ich stehe voll hinter ihm, wenn er noch mal antritt. Das sagt man eigentlich nicht, wenn man sicher ist, dass es dabei bleibt. Daniela Schwarzer ist bei uns, Politikwissenschaftlerin und im Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Was die Wähler in Amerika Joe Biden noch zutrauen, ist das eine. Das andere ist, was es für die Welt bedeuten würde. In Peking, in Moskau und auch in Jerusalem reißt man eigentlich schon die Arme auf? Ja, ich vermute, Wladimir Putin hat sich auf die Schenkel geklopft, als er diese Schwäche gesehen hat. Aus zwei Gründen. Zum einen erhöht das die Wahlchancen von Donald Trump. Und ein US-Präsident, der gesagt hat, er will mit Wladimir Putin über die Ukraine reden und das Problem lösen. Er möchte gerne die amerikanische Demokratie rückbauen und viele andere Dinge. Das gefällt natürlich den Diktaturen dieser Welt. Und dazu gehört Xi Jinping, dazu gehört Wladimir Putin. Und das zweite Szenario ist, dass Joe Biden noch mal gewählt wird. Aber die Schwäche, die wir gesehen haben, heißt möglicherweise eben auch was für seine Amtsführung. Wie stark er durchhält, wie entschieden er ist, wie viel er selber macht, wie viel seine Berater für ihn tun müssen. All das ist aus Sicht von denjenigen, die ein Interesse an einer Schwächung der USA und vor allem an einer Schwächung der Demokratie in den USA Interesse haben, ist das ein gefundenes Fressen. Ja. Michael Roth, und wir sind bei der ganz konkreten Frage, wie schwer wird es nun für den Kanzler, für Olaf Scholz, gegebenenfalls ohne seinen Freund Joe Biden, Politik machen zu müssen in der Welt?
Das wird nicht nur für den Kanzler, das wird für Deutschland und vor allem für Europa ganz, ganz schwer. Wir haben uns in den vergangenen 4 Jahren auf die USA verlassen können. Ohne die weitreichende militärische Unterstützung der Ukraine durch die USA hätte vielleicht dieses großartige Land den Krieg schon längst verloren. Und der russische Imperialismus würde sich möglicherweise in Moldau oder in Georgien austoben. Das macht mich ja auch so wütend, dass wir es nicht vermocht haben, in den vergangenen Monaten als Europäer uns so aufzustellen, dass wir für unsere eigene Sicherheit und für unsere eigene Stabilität mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Wir haben eher Verantwortung delegiert und darauf gehofft, so schlimm wird es schon nicht werden. Und jetzt sehen wir, es kann möglicherweise wieder zu einer Amtszeit von Trump kommen. Und damit werden wir in Europa auf uns alleine gestellt sein. Im östlichen Europa, in der Auseinandersetzung mit Russland, in der Rettung der Ukraine, in Südosteuropa. Das wird uns so viel abverlangen. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, ohne die USA werden wir das kurzfristig auch nicht hinbekommen. Das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Und es wird vor allem für die liberalen Demokratien ein langer, beschwerlicher Weg, weil wir das ja auch gegenüber unseren eigenen Bevölkerungen verkaufen müssen. Wir brauchen ja auch Akzeptanz. Und unsere Botschaften werden nicht einfach sein. Mehr Wehrhaftigkeit, mehr Abschreckung, mehr investieren in Sicherheit und Verteidigung, weil die USA uns nicht mehr so schützen werden, wie das bislang gelaufen ist. Es gibt, Fred Pleitgen, manche, die sagen, dass sich vor allen Dingen der Ton unterscheiden würde zwischen Biden und Trump gegenüber vor allen Dingen den außenpolitischen Partnern. Glauben Sie, dass das ein gar nicht so dramatischer Bruch werden wird, der da ausgeht? Ich glaube schon, dass das ein ziemlich dramatischer Bruch werden könnte. Also ich würde davon ausgehen. Ich glaube, dass Donald Trump die amerikanische Außenpolitik ganz anders aufstellen wird, als zum Beispiel Joe Biden das gemacht hat. Es gibt ja ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ich glaube auch, dass Joe Biden und Kanzler Scholz eigentlich, was die Ukraine angeht, komplett auf der gleichen Wellenlänge sind. Immer. Das ist, ja, immer schon gewesen. Relativ vorsichtig, aber dann gleichzeitig doch relativ große Waffenlieferungen. Aber immer darauf achten, dass das Ganze nicht zu viel wird. Leider für die Ukraine war es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, als dass sie gewinnen konnten. Aber zumindest können sie sich verteidigen. Ich glaube, dass bei Donald Trump, wovon man ausgehen muss, dass alles auf eine transaktionale Basis gestellt wird. Donald Trump wird fragen, what have you done for me lately? Was hast du in letzter Zeit für mich getan? Und dann wird er natürlich von den Europäern verlangen, dass sie für ihre eigenen Sicherheit sorgen. Er hat ja schon gesagt, zwischen uns und Russland gibt es einen großen Ozean. Die Europäer haben den Putin gleich nebenan. Und eigentlich und kennen wir den Text auch. Und deswegen erwartet er halt von Europa, dass man dann das Ganze selbst löst. Und dazu gehört dann natürlich eine Wehrhaftigkeit, dazu gehört aber meines Erachtens dann auch eine bessere europäische Abstimmung, vielleicht eine gemeinsame europäische Außenpolitik und Verteidigungspolitik, dass man sich da zusammentut, weil anders wird das schwer zu stemmen. Womit wir beim nächsten Problem sind, dass Europa, Norbert Röttgen, sich gegen Trump behaupten müsste. Das ist eine Binse. Die Frage ist, auf welches Europa wird er treffen? Ob auf ein Europa von Orbán, ein Europa von Le Pen, und wir kommen damit automatisch zu einem zweiten dramatischen, gegebenenfalls dramatischen Wechsel in Europa. Nicht nur Trump steht vor der Tür, sondern auch Marine Le Pen. Sie hat es geschafft. Aus der rassistisch-antisemitischen Front National ihres Vaters die größte Volkspartei in Frankreich zu machen. Vielleicht am Sonntag mit absoluter Mehrheit. Die zweite Runde wird entscheidend, um zu verhindern, dass das Land dem Linksbündnis in die Hände fällt. Eine extreme Linke mit gewalttätigen, antisemitischen und antirepublikanischen Tendenzen. Verkehrte Welt. Macron hat gezockt und verloren. Vielleicht muss der einstige Jungstar den neuen Jungstar der französischen Politik bald als Premierminister beschäftigen. Jordan Bardella ist Einwandererkind, EU-Skeptiker und will die Migration nach Frankreich stoppen und Unterstützung für die Ukraine. Aber wir müssen uns vor jeglichem Risiko einer Eskalation schützen. Deswegen bin ich gegen die Lieferung von Langstreckenraketen, die auf russischem Boden einschlagen können und Frankreich zur Kriegspartei machen. Schlechte Aussichten für die Ukraine, aber auch für die deutsch-französische Achse. Erst recht, wenn 2027 Marine Le Pen in den Élysée einzieht. Einzige Hoffnung für den Präsidenten, ein ultrabreites Bündnis am Sonntag.
Norbert Röttgen, und hier kommt die Frage, beide wollten eigentlich, Joe Biden und Emmanuel Macron, die Verhinderer der Rechtsnationalisten an der Macht sein. Und sie werden jetzt Wegbereiter? Auf tragische, fatale Weise ist Joe Biden, das haben wir gerade besprochen, kurz davor, genau dies zu erreichen, wenn er bleibt und stur bleibt. Und Macron kann am Sonntag kein gutes Ende mehr geben für Frankreich. Die Selbstschwächung ist da. Das Ergebnis kann nur sein, entweder eine absolute Mehrheit von Le Pen, vielleicht mit ein paar Republikanern, die früheren Gaullisten, die sich mit ihr verbunden haben. Oder es gibt, was dort als ganz breites Bündnis beschrieben wurde, Regierungsunfähigkeit. Denn die Mitte ist die kleinste Minderheit, 20%. Und es gibt nicht nur Rechtsradikale. Macrons Mitte ist sowieso kaputt. Ja, es sind unterschiedliche. Ja. Es sind also auch ein Bündnis, das in der Summe 20% ausmacht. Der frühere Premierminister Edouard Philippe zum Beispiel. Und sozusagen, es ist ein Bündnis unterschiedlicher Parteien mit 20%. Und dann gibt es eine ziemlich linksradikale, populistische Bewegung. Neue Volksfront, also der Name sagt schon ziemlich viel aus. Mit Mélenchon und anderen Glücksmann, also auch sehr unterschiedliche. Aber jedenfalls die Mitte, also Macrons Partei und andere, und diese linksradikale Partei werden keine konstruktive Mehrheit bilden. Mhm. Und das ist eine Isolierung des Präsidenten. Seine Partei ist total enttäuscht. Er ist vollständig isoliert. Er hat keine Aussicht auf eine konstruktive Mehrheit. Seine Autorität ist nicht nur im Land, jetzt auch im Ausland, in Europa, erheblich geschwächt. Das hat er alles. Das ist sein Ergebnis seines Schachzugs, der ein Befreiungsschlag werden sollte. Und er ist das große Scheitern für ihn persönlich, glaube ich auch historisch, aber für ganz Europa. Fred Pleitgen, welchen Vers, möchte man eigentlich nicht sagen, machen Sie sich darauf, dass zwei Männer da angetreten sind, genau das zu bekämpfen, was Sie jetzt gegebenenfalls ermöglichen, dass beide, sowohl Macron als auch Biden, ihre eigene Lage komplett falsch eingeschätzt haben, ihre eigene Popularität falsch eingeschätzt haben und auch wie ihre Bevölkerungen sie sehen. Ich glaube, vor allem bei Macron. Ich glaube, Macron ist viel unbeliebter, als er das selbst wahrhaben will. Ich war selbst bei den Demos im letzten Sommer, wo es da auf den Straßen von Paris hochherging. Und er hat, ich glaube, es gibt auch niemanden in seiner Partei und wenige in der Bevölkerung, die verstanden haben, warum diese Wahl jetzt unbedingt sein musste. Klar, bei der Europawahl lief es jetzt nicht gut für die, aber Macron so im Affekt. Macron ist natürlich auch bei der Bevölkerung, wird er als relativ arrogant auch gesehen, hat einfach auch keine besonders große Unterstützung abgehoben. Und da ist Marine Le Pen natürlich schlau genug gewesen, zu sagen, ich höre euch zu. Das war so ihre große Botschaft. Und sie hat es natürlich in der Tat geschafft, das war jetzt in dem Beitrag eigentlich super dargestellt, diese Partei salonfähig zu machen. Sie nennt das die Entteufelung dieser Partei, weg von Jean-Marie Le Pen hin zu einem mehr, jetzt nicht komplett antieuropäischen Kurs. Euroskeptisch, aber nicht unbedingt antieuropäisch. Und da stellen sich natürlich viele die Frage, ist das eher jetzt, dass man da jemanden wie Viktor Orban dann vielleicht in Zukunft hat oder jemanden wie Giorgia Meloni, wo es ja dann für Europa doch nicht so schlimm war, wie man gedacht hätte. Und bei Joe Biden ist es, glaube ich, einfach so, dass Joe Biden sehr lange gedacht hat und wahrscheinlich immer noch denkt, dass er der Einzige ist, der Donald Trump aus dem Weißen Haus raushalten kann. Er hat immer gesagt, ich bin der Einzige, der ihn damals besiegen konnte, ich bin jetzt der Einzige, der ihn besiegen konnte. Und ich glaube, das denkt er immer noch, dass er immer noch einmal zur Schlacht antreten kann. Wir bleiben noch mal eine Sekunde bei Frankreich, Frau Schwarzer, und fragen uns, ob Macron tatsächlich die Vorstellung hat, dass er den RN entzaubern kann, also dass er die Nationalisten von Marine Le Pen und Bardella, dass er es schaffen würde, in dieser vierten Kohabitation sie zu entzaubern in der Regierungsverantwortung? Ich denke, er hat schon gedacht, er könnte sie im ersten Wahlgang entzaubern, indem er gehofft hat, dass sie weniger Stimmen kriegen werden als bei der Europawahl. Und das war ein irres Kalkül, weil der Anstieg der Stimmen für die Rechtspopulisten bei der Europawahl ging auf 11.500.000 hoch, von deutlich weniger in früheren Wahlen. Und das hat er total unterschätzt. Und dieses erste Wahlergebnis im ersten Wahlgang hat eben deutlich gezeigt, da ist nichts mit Entmystifizierung. Jetzt ist die Frage, wie geht der
zweite Wahlgang aus. Ich gehe nicht davon aus, dass das Rassemblement National eine absolute Mehrheit im Parlament kriegen kann. Und zwar deshalb nicht, weil so viele gemäßigte Kandidaten sich aus der zweiten Runde zurückgezogen haben, wenn sie auf Platz 3 waren. Damit es nur eine Stichwahl gibt zwischen einem gemäßigten Kandidaten und einem Rechtspopulisten. Und im Moment sieht es so aus, als ob sie die absolute Mehrheit verfehlen werden. Dann ist immer noch die Frage, bezieht er sie irgendwie in die Regierung mit ein? Ja. Dann kann die Entmystifizierung klappen. Wenn er das nicht tut, dann ist die Gefahr sehr groß, dass diese riesengroße Fraktion im französischen Parlament, die von 89 Abgeordneten auf über 200 anwachsen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass die stört, dass sie ihre populistischen Positionen weiter verbreitet, dass sie der Regierung das Leben sehr, sehr schwer machen werden und dass sie sich Schritt für Schritt auf 2027 vorbereiten, wenn in Frankreich die Präsidentschaftswahlen wieder anstehen und dann Marine Le Pen, die wir hier ja als triumphierende Wahlsiegerin selbst gefühlt im ersten Wahlgang erlebt haben in ihrem Beitrag. Sie wird sich dann präsentieren als Kandidatin, die dem Volk nahe ist, die Frankreich versteht, die eine große Parlamentsmehrheit dann im Hintergrund haben. Die Kümmererpartei. Die wird's, ja. Ja. Interessant, Frage zu Constanze Stelzen-Müller nach Washington. Was Macron erhofft hat, ist der hat in den USA schon mal nicht geklappt. Donald Trump ist nicht entzaubert worden, als er 4 Jahre im Amt war und regierte, weil man ihn doch irgendwie als weniger gefährlich, als vernünftiger nachträglich beschreiben muss, Fragezeichen, als manche dachten. Nein, also ich glaube, ganz so würde ich es nicht formulieren. Ich glaube, die Themen, die unser einer beschäftigen, vor allen Dingen, wenn ich das sagen darf, diejenigen von uns, also mich eingeschlossen und bei Ihnen, die um den Tisch rumsitzen, die Themen, die uns beschäftigen in der Außen- und Sicherheitspolitik, werden ja von 95% der Bevölkerung als eher elitäre, in ihrem täglichen Leben fernstehende Themen betrachtet. Und das, was uns erschüttert hat, am Verhalten von Trump der NATO gegenüber, seine Zuneigung zu Autoritären von Putin bis nach China und Nordkorea, das ist möglicherweise in der großen amerikanischen Öffentlichkeit gar nicht so registriert worden. Mhm. Und was den Leuten halt aufgefallen ist, ist, dass trotz des bemerkenswerten Wirtschaftsaufschwungs, den es unter Biden gegeben hat in den vergangenen Jahren, sie hatten mehr Geld während der Pandemie, weil Donald Trump die Staatsschulden erhöht hat, um insbesondere den ärmeren Teilen der Bevölkerung, den Leuten mit geringerem Einkommen, zusätzliche Leistungen zu geben. Das ist den Leuten in guter Erinnerung. Und das hat geendet mit dem Ende der Pandemie. Und insofern ist die Wahrnehmung der Erfolge der Regierung Biden bei den Leuten erst zeitversetzt angekommen und eben teilweise wirklich nur auf bestimmte Aspekte ihres eigenen Lebens begrenzt. Und es gab wahrscheinlich an seiner Seite auch noch viele Berater der Administration, die dann die ganz großen Kinken auch irgendwie gerade gerückt haben. Und würde das natürlich in einer zweiten Amtszeit auch passieren? Nein, also das wird uns ja sozusagen täglich angekündigt von den Vorfeldorganisationen wie Heritage und anderen, die sich inzwischen damit beschäftigt haben, seine Programmatik innen- wie außenpolitisch auszubuchstabieren. Das wird uns ja täglich angekündigt. Ja. Also um nur ein Zitat aus den vergangenen Tagen zu nehmen vom Präsidenten von Heritage, Kevin Roberts, einem früheren texanischen Kongressabgeordneten: Wir befinden uns inmitten der zweiten amerikanischen Revolution und sie wird blutlos sein, wenn die Linken es zulassen. Ja. Also das ist schon ziemlich starker Tobak und das ist bemerkenswert, dass das sozusagen in dem ganzen Geraune über den Zustand des amtierenden Präsidenten Joe Biden praktisch untergeht. Dass es tatsächlich einen richtigen Plan gibt und eine Vorbereitung auf eine nächste Amtszeit, die dann auch von den eigenen Beratern von Trump geführt wird. Ist das etwas, Michael? Ja, und die dann nicht mehr konterkariert wird. Und die dann nicht mehr konterkariert wird durch das Establishment drumherum. Ist das etwas, was wir auch in Deutschland nicht auf der Uhr hatten und auf dem Zettel hatten, dass es nun eine auch immer bessere Vorbereitung und ein besseres Netzwerk der Rechtsnationalisten, der Rechtspopulisten gibt? Das Überleben der Liberalen und Sozialdemokratie ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Das kann kaputt gehen. Mhm. Und dessen müssen wir uns bewusst sein.
In Frankreich erleben wir eine zertrümmerte Mitte. Im Prinzip waren alle Wahlen in Europa jahrzehntelang davon geprägt, dass es ein Kampf war, ein fairer, manchmal auch ein sehr harter Kampf war zwischen Mitte links und Mitte rechts. Mhm. Jetzt müssen sich alle irgendwie zusammenschließen, um die Nationalisten und Populisten aufzuhalten. Und Sie haben völlig recht, das ist zwar eine Bewegung, die immer nationale Interessen als erstes betont, America first, Ungarn zuerst, Polen zuerst, aber am Ende sind es immer die gleichen Mechanismen. Und was mir schon Angst bereitet, ist, dass diese nationalistischen Führer inzwischen gelernt haben, dass sie nicht einfach nur regieren oder durchregieren, sondern dass sie einen Systemumbau betreiben. Das haben wir in Polen erlebt. Das haben wir in schlimmster Ausführung in Ungarn erlebt. Orbán hat einmal die Wahl nach einer Periode verloren und hat gesagt, es passiert ihm kein zweites Mal. Er baut den Staat um, indem er Medienvielfalt, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit abbaut. Und ich befürchte das genauso für die USA. Und man kann das auch für Frankreich nicht ausschließen, wobei in Frankreich ist das eine lange Mission. Das ist ja jetzt nur ein weiterer Schritt, denn eigentlich geht es darum, dass Marine Le Pen 2027 Präsidentin wird. Das hat Frau Schwarzer schon gesagt. Macron hat, das war interessant zu beobachten, er hat ja erst Linke und die ganz Rechten in einen Topf geschmissen und von Extremisten gesprochen, Macron selbst, um dann an die Linken zu appellieren, dass sie zur Rettung der Republik sich das doch noch mal überlegen mögen. Ist das auch ein grundsätzliches Problem, dass er es sich im Grunde in beide Richtungen verscherzt hat? Naja, Macron war der Posterboy von ganz vielen überzeugten Europäerinnen und Europäern in ganz Europa. Charismatisch, proeuropäisch, nicht so langweilig wie die anderen, nicht so gesättelt. Der hat den Laden aufgemischt und er hat vor allem gesagt, ich baue eine stabile Mitte. Es geht nicht mehr um linke und rechte Politik, es geht um Mitte. Und da ist er krachend gescheitert. Und er hat sich's in der Tat mit allen verscherzt. Wobei ich, das muss ich als Linker auch sehr kritisch sagen, in Frankreich eine Gefahr von beiden Richtungen sehe. Wir haben einmal die Rechtsnationalisten, Marine Le Pen, die jetzt ganz viel Kreide fressen wird. Wir haben aber auch Herrn Mélenchon, einen Antisemiten, einen Antieuropäer, einen Deutschlandhasser. Jemand, der auf nationalistische, populistische Politik setzt. Ich kann gut verstehen, dass der kluge Sozialdemokrat Glucksmann ihm auch etwas abverlangt hat. Aber am Ende ist es ein Politiker, von dem eine große Gefahr ausgeht. Und das, damit wird deutlich, diese liberale Demokratie wird von zwei Seiten in die Zange genommen und angefressen. Ja. Und wir reden gleich darüber, was das auch für die etablierten Volksparteien in einem Land wie Deutschland bedeutet. Weil auch sie müssen gegebenenfalls ohne es zu wollen, über neue Koalitionen nachdenken, wie das nun in Frankreich und in Amerika der Fall ist. Mich würde noch mal Ursachenforschung interessieren. Was sagen Sie, warum sind wir jetzt in dieser Situation, dass die Menschen, das Volk, eher glauben, von Marine Le Pen und Trump ordentlich vertreten zu werden und nicht mehr von den demokratischen Volksparteien. Ich glaube, dass viel daran liegt, dass viele Leute von sich von den etablierten demokratischen Volksparteien, also ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das unbedingt für die Demokraten in Amerika zutrifft, aber sicherlich in Frankreich und vielleicht ja auch von vielen Leuten nicht mehr ernst genommen fühlen. Nicht mehr ernst genommen und nicht mehr verstanden fühlen. Vielleicht teilweise auch zu Recht. Ich meine, es gibt ja viele Sachen, wo man die Politik das Leben auch ist. Also ganz einfach, das Leben ist wahnsinnig teuer geworden für die Menschen. Ich glaube, das Leben ist wahnsinnig teuer geworden. Ich glaube, dass viele Leute auf sich geworden auch meinen, dass es einfach gewisse Reformen geben sollte, die es einfach die letzten Jahre nicht gegeben hat. Mhm. Und dass viele Leute meinen, dass ihnen einfach nicht zugehört wird von keinen Parteien. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Sache. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass Europa unbedingt der Gefahr ausgesetzt wird, komplett nach rechts abzudriften. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland komplett nach rechts abdriftet. Ich glaube, dass viele Leute sich einfach von der großen Politik nicht verstanden fühlen. Und das Gute daran ist ja, dass es dann an euch und an euch liegt, das zu ändern. Mhm. Also es ist, glaube ich, alles machbar. Für mich ist die große Lichtgestalt in dem Ganzen zur Zeit, deren Gegentrend zum Beispiel geschafft hat Donald Tusk in Polen. Mhm. Der ist ja ein überzeugter Europäer. Der hat es geschafft, die Peace-Partei da rauszujagen aus dem Amt. Den Andrzej Duda gibt es natürlich noch als Präsident, aber als Ministerpräsidenten halt nicht mehr. Und macht, glaube ich, eine breite Politik für die Mitte,
die aber auch Polen dann ganz deutlich in Europa verortet. Und das zeigt, dass das machbar ist. Eine ähnliche Hoffnung gibt es noch in Großbritannien? Wenn man sich Frankreich anguckt, wenn man sich die USA anguckt, wenn man sich teilweise, glaube ich, auch Deutschland anguckt, dann ist es einfach eher die Schwäche von etablierten Parteien als die Stärke von radikalen Parteien, die zu dem führt. Ich glaube, dass Marine Le Pen wesentlich stärker ist als irgendjemand, der in der AfD sitzt. Wesentlich geschliffener, wesentlich professioneller. Und es gibt auch einen guten Grund, warum Marine Le Pen sich abgewendet hat von der AfD, als der Kra hier seine Sachen davon sich gegeben hat, von den SS und was er da alles schwadroniert hat. Die ist da schon wesentlich, wesentlich professioneller. Giorgia Meloni ist auch wesentlich professioneller. Aber im Endeffekt ist es meines Erachtens nicht so, dass die Bevölkerung in europäischen Staaten nach rechts abdriften oder diese radikalen Parteien wollen. Ich glaube eher, dass viele Leute sich missverstanden fühlen von den großen Parteien bei uns. Ja. Und dennoch gibt es viele Beispiele dagegen. Niederlande sind ein Beispiel dagegen. Italien ist schon genannt. Gerd Wilders schafft es ja auch nicht, eine Regierung zu bilden. Ja, und dennoch auch nach Skandinavien zu schauen. Schweden und Finnland sieht auch nicht, also auch da sind jeweils die wahren Finnen Nationalisten in den Regierungen. Und wir können vielleicht mal zeigen und kommen jetzt nach Deutschland, dass wir ein geteiltes Land haben, Herr Röttgen. Und dass nicht wenige sagen, dass der Blick nach Frankreich eigentlich ein Blick in die deutsche Zukunft ist, weil wir geteilt sind in die neuen Bundesländer und in die alten westlichen Länder. Vielleicht kann, da ist die Karte zu sehen, das noch mal zeigen. Die AfD hat da überall die Mehrheit in den neuen Bundesländern. Ist das so? Sind wir kurz vor französischen Verhältnissen? Nein, die Situation bei uns ist wirklich eine andere. Das, was man dort sieht, ist ein wirkliches Problem, diese Spaltung, die es gibt. Sie sagt aber auch nicht, dass die AfD in den neuen Ländern eine absolute Mehrheit hat. Aber sie ist die relativ stärkste Partei, durchgehend mit um die 30%. 30% ist sehr viel, es ist alarmierend. Auch die Stimmung ist anders, die ist auch mehr als nur 30%, was Fragen der Ukraine, der Russlandpolitik anbelangt. Da sind es schon 50-60%. Aber was die Parteizugehörigkeit oder die Parteipräferenz anbelangt, muss man auch mal sagen, 70% sind sie jetzt erstmal nicht AfD. Dann kommt eine populistische Partei wie BSW dazu. Das sind dann weitere 15-20%. Also insofern muss man sagen, 50% sind auf einer entweder sozusagen alle Populismen sammelnde BSW oder eher Rechtspopulismen vertretene Partei. Sie ahnen die Frage der Moderatorin, die lautet, muss auch die CDU über neue Koalitionen nachdenken, beispielsweise eben an das Bündnis Sarah Wagenknecht, weil zur Rettung des Landes muss man in einen sauren Apfel beißen? Also das ist bestimmt nicht die Rettung des Landes. Am Ende damit müssen nicht die AfD gewinnt. Ja, aber nein, weil das wäre ein gewaltiger Fehler und es wäre eine taktische Reaktion, die möglicherweise unausweichlich ist, weil ja auf Landesebene Landesregierungen gebildet werden müssen und da kommt die AfD überhaupt nicht in Frage. Aber zu glauben, es wäre eine Antwort, eine inhaltliche, strategische Antwort auf das, was auch Herr Pleiten eben beschrieben hat, also auf diese Diskrepanz von so viel umstürzender Veränderung, Betroffenheit, Ängsten in einer Gleichzeitigkeit, wie sie noch nie da war. Und mit dem hat das die politischen Parteien, schließe keine aus, und inzwischen die politischen Systeme in unseren Demokratien nicht Schritt gehalten. Da ist eine Diskrepanz. Und die Menschen spüren das, dass das, was ihnen Angst macht, nicht in guten, kompetenten Händen bei den Parteien ist. Und das bewirkt sozusagen Flucht zu denjenigen, die die einfache Antwort anbieten. Und wenn wir nicht dort ansetzen, sondern sozusagen rein taktisch, dann werden wir dieses Problem verschärfen. Ich frage Sie auch gleich noch nach den neuen Inhalten. Ja, also was müsste Politik anbieten? Und hier ist die Frage an das politische Gegenüber. Herr Roth, wie erklären Sie sich diesen Zustand? Glauben Sie, dass Deutschland im Grunde vor französischen Verhältnissen ist? Und wo ist Ihr saurer Apfel? Die SPD hat auch massiv verloren an die AfD und an BSW. Würden Sie sagen, BSW ist kleineres Übel? Beide Fragen. Nein. Was die BSW von der AfD unterscheidet, ist, dass sie nicht derart rassistisch ist, aber es ist der BSW gelungen, eine charismatische Führungsfigur an die Spitze zu stellen. Das ist bislang der AfD nicht gelungen, das ist dem Front National gelungen oder jetzt Rassemblement National, das ist vielen anderen gelungen, auch in Polen. Und davon sind wir bislang verschont.
Aber wir haben ein massives Problem in der politischen Mitte. Und damit meine ich Mitte links, Mitte rechts. Ich könnte jetzt anerkennend in Richtung Union sagen, die haben so viel momentan in den Umfragen wie die drei Regierungsparteien zusammen. Aber es sind am Ende auch nur in Anführungszeichen gut 30%. Und das zeigt, dass auch wir davon entfernt sind, stabile Mehrheiten in der Mitte automatisch bilden zu können. Und was heißt das? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, sich nicht anstecken lassen von diesen tumpen Parolen. Ich glaube, da wird man ihnen nicht den Wind aus den Segeln nehmen können. Zweitens, es muss gut regiert werden und wir streiten uns einfach momentan zu viel. Mhm. Es gibt in der globalisierten Welt viele Ängste und den Leuten steht es bis hier nach Corona, der Krieg, viel Verunsicherung. Ich glaube, es geht auch darum, Sicherheit muss das Thema Nummer eins sein, innere, äußere, soziale Sicherheit. Und man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Das ist genauso wichtig. Ja, wie groß war beispielsweise die, also Stichwort Verteidigungspolitik, hat die Ampel da versäumt, Herr Roth, den Menschen, die jetzt bei Sarah Wagenknecht oder der AfD sind und sagen, ich möchte lieber, dass wir nicht dieses viele Geld für die Ukraine ausgeben. Ich weiß überhaupt nicht, wohin uns eigentlich sicherheitspolitisch diese Ampelregierung führt. Ich bin gegen die Art und Weise, wie die Ukraine bedient wird, dass da zu wenig Raum gelassen wurde, auch zu diskutieren darüber. Na, diskutiert wurde intensiv. Also ich denke mir, das wird vielen meiner Kolleginnen und Kollegen so gehen. Wir haben viel Zeit, viel Kraft, viel Energie damit zugebracht, unseren Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass wir Frieden schaffen ohne Waffen in einer Zeit, wo Diktatoren wieder zum Mittel der Gewalt, der militärischen Gewalt greifen, nicht funktioniert. Mhm. Wir müssen Frieden schaffen mit Waffen, mit Wehrhaftigkeit, mit Abschreckung. Und das ist für die deutsche Gesellschaft eine Zumutung. Und deswegen hängt es maßgeblich von uns ab, gute Argumente zu liefern. Und das ist sicherlich noch verbesserungsfähig. Und wenn dann jemand sagt, was haben wir eigentlich mit dem Krieg zu schaffen. Ich garantiere dir, dass du 30 Jahre noch deinen Diesel fahren kannst. Wenn wir regieren, dann gibt es wieder das billige Öl aus Russland. Das ist natürlich erst einmal bei vielen Menschen, die sich überfordert fühlen, attraktiv. Und deswegen müssen wir gegenhalten. Aber wir halten nicht dagegen, indem wir uns diesem Ton, dieser Aggressivität, diesem Schwarz-Weiß-Denken in irgendeiner Weise andienen, sondern wir müssen sagen, ja, mit uns ist es kompliziert, aber ihr müsst uns vertrauen. Und da bin ich bei Ihnen, da haben Sie recht, das Vertrauen in die Parteien, in die etablierten Parteien ist nachhaltig gefährdet. Und das gilt für uns, das gilt aber auch in vielen Ländern für Mitte-Rechts. So, die Frage auch an Frau Schwarzer nach den Ursachen. Woher kommt das, dass Bürger in diesem Land das Gefühl hatten, es gab jetzt 2 Jahre Inflation mit jeweils 10%. Ich habe zu wenig Geld in der Tasche. Ich sehe, dass die Preise sich erhöhen überall. Ich sehe, dass ich nicht mehr gut über den Monat komme. Ist es das? Ist es diese Form der politischen Abgehobenheit? Sie sagen, die Leute kommen einfach nicht mehr hinterher, weil dieses Leben unbezahlbar geworden ist. Das ist ja auch ein Thema in Amerika und in Frankreich, logischerweise auch hier. Fragezeichen. Oder gibt es tiefere Gründe? Es gibt zum einen tatsächlich einen Kaufkraftverlust. Wir hatten 2 Jahre Inflation, Frankreich hier, Frankreich wie hier. Und das bewegt die Leute natürlich. Und wenn sie jetzt sehen, dass sie durch die grüne und digitale Transformation vor großen persönlichen Herausforderungen stehen, weil sich ihr Lebensalltag einfach ändert, dann haben sie insgesamt Zukunftsängste. Und die müssen von der Politik natürlich abgeholt werden. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir in der jetzigen Phase genau gucken, warum haben die Menschen sich entschieden, AfD zu wählen, in dem Maße, wie wir das auf der Karte gesehen haben, in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland. Wieso ist es so, dass das Rassemblement National scheinbar in Frankreich die bessere Zukunft verspricht? Was projizieren denn die Menschen da rein? Und das sind teilweise eben nicht die Positionen, die die Parteien vertreten, sondern das, was sie noch rüberbringen. Das ist gar nicht so sehr die Parteiprogrammatik, sondern in Frankreich beispielsweise, da steht ein junger Typ, Bardella, 28 Jahre alt, das ist ein neues, frisches Gesicht. Die Partei ist in der Fläche tief verankert.
verankert. Und Macron winkt so ein bisschen aus Paris. Die Leute fühlen sich nicht abgeholt. Sie fühlen sich gerade im ländlichen Raum in Frankreich sehr entkoppelt. Das haben wir schon bei dieser Gelbwestenbewegung gesehen, als die Menschen demonstriert haben, in Landkreisen, auf den Straßen, überall, dagegen, dass die Spritsteuer erhöht wurde. Da gab es viel Gewalt auf den Straßen. Weil alle dieses Auto noch brauchen als Produktionsmittel und tatsächlich nicht zum Spaß. Fehlt. Ja. Und da ist eine Parallele zu dem, was wir in unserem Land erleben. Die Menschen erleben im Alltag, dass Dinge wegbrechen. Gucken wir uns das Krankenhaussterben an. Wenn die Gesundheitsversorgung vor Ort nicht mehr aufrechterhaltbar ist, wenn Sie das Gefühl haben, da wird einfach nur geschlossen, da gibt es kein alternatives Konzept, wie Gesundheitsversorgung in meiner Nähe noch stattfindet, wenn die Wege zu weit werden, dann haben die Menschen Angst. Und dann warten sie darauf, dass jemand kommt, so wie Michael Roth das gesagt hat, vielleicht der zu einfache Versprechen hat. Das hilft uns natürlich insgesamt nicht. Aber was wir verstehen müssen, ist zunächst einmal die Ängste und Sorgen der Menschen zu verstehen. Und das betrifft ganz besonders die jüngere Generation. Mhm. Wir haben noch nie bei einer Wahl so eine starke Unterstützung für die AfD bei den jungen Wählerinnen und Wählern gesehen. Mhm. Und das muss uns sehr viel Gedanken machen, warum ist das so? Und gerade in Ostdeutschland wiederum ist deutlich geworden, die AfD ist eine Partei, die nicht nur Wahlkampf macht, sondern die soziale Strukturen aufgebaut hat, die tief verankert ist, die ansprechbar ist. Mhm. Wo an manchen Orten einfach wenig Alternative spürbar und erfahrbar ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, dass wir nicht nur über Programmatik und Position nachdenken, sondern über die Frage, wie können wir gerade jungen Menschen das Gefühl geben, dass sie in der Demokratie beteiligt werden können, dass für sie Angebote da sind. Denn junge Menschen nehmen sich als Minderheit wahr. Und das sind sie zahlenmäßig in unserem Land auch. Und deshalb müssen wir viel mehr darauf achten, wie können wir diesen Menschen Stimme geben und sie beteiligen. Sonst werden wir sie meiner Ansicht nach entweder an Populisten verlieren, die sehr einfache Versprechen machen, oder sie werden sich zurückziehen und politisch nicht interessiert und mobilisierbar sein. Beides ist schlecht. Bleiben wir noch mal bei diesem Beispiel. Wenn man Wähler abholen möchte, wenn man Bürger abholen möchte, dann müssen die ja auch irgendwo ankommen. Ich würde gern Fred Pleitgen noch mal fragen, wie schafft man das zu sagen? Und in dieser Situation, die jetzt für alle schon so schwer ist, müssen wir uns auch wieder verteidigen. Wir können nicht mehr darauf hoffen, dass die USA uns wie in den letzten 40 Jahren da rausputzen. Und das kostet ganz viel Geld. Und wir verteilen nicht mehr Zuwendungen, sondern wir verteilen nur noch Zumutungen. Wie soll man das machen? Ich glaube, dass das ein Weg, wie man das machen kann, ist, die Verteidigung bei uns so aufzustocken und vielleicht auch bei den Ukrainern so aufzustocken, dass die gewinnen. Weil ich habe jetzt in den 2,5 Jahren, die ich diesen Krieg verfolge, und ich war schon sehr oft in der Ukraine gewesen, das einzige Mal, es gibt ja von der Bundesregierung diesen Gedanken, dass vielleicht China da irgendwie einspringen könnte und einen Frieden herbeiführen könnte. Mhm. Der einzige Moment, wo ich erlebt habe, dass das vielleicht der Fall sein könnte, war, als Russland komplett eine Defensive war. Das war Ende 2022. Da hatten sie im Nordosten von der Ukraine ganz viel Territorium, dann im Süden bei Cherson ganz viel verloren. Da ist Xi Jinping, ich weiß nicht mehr welcher Gipfel es war, zu Wladimir Putin gegangen und hat gesagt, du musst das irgendwie beenden. Ja, nicht nur keine Atomwaffen, sondern dieses Ding muss beendet werden. Und erst nachdem dann die Ukraine ihre Offensive gemacht haben, die gescheitert ist, merkt man diesen Umschwung von Xi Jinping, der jetzt ja doch offenbar eher Wladimir Putin unterstützt. Ich glaube, wenn Russland zurückgedrängt wird, dass dann viele Leute auch verstehen, wozu das Ganze gut ist. Weil ich glaube, dann würde man ganz schnell sehen, dass die Chinesen eine wesentlich konstruktivere Position hätten. Dann würde man einen viel größeren europäischen Zusammenhalt auch spüren. Und ich glaube auch, dass die USA dann, selbst wenn es unter Trump oder irgendjemand anders wäre, dann auch mehr dahinter stehen würde. Aber es ist natürlich auch so, ich meine, Europa hat sich das ja nicht ausgesucht, dass Wladimir Putin die Ukraine angreift. Das ist einfach jetzt zurzeit eine Notwendigkeit. Mhm. Der komplette sicherheitspolitische Rahmen, die ganzen Rahmen, die haben sich komplett geändert. Und damit muss sich halt die Verteidigungspolitik ändern. Und dann wird es dennoch so sein, dass es natürlich ein langwieriger Krieg bleiben kann und es eben tatsächlich keine schnelle Lösung gibt. Nochmal zu Constanze Stelzenmüller, um auch an diesem Punkt kurz zu verweilen. Es gibt nächste Woche einen großen NATO-Gipfel. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Der wird vorbereitet von vielen, vielen Menschen, gerade in Washington. Der sollte historisch werden. Die Menschen fragen sich gerade, mit welchem Präsidentenkandidaten für die dann folgende Zeit. Und sie fragen sich natürlich, wie ist das dann noch zu koordinieren, wenn einem Land wie der Ukraine eben noch geholfen werden kann?
Also wenn ich darf, würde ich gerne zu dem Vorhergesagten noch mal eine Anmerkung machen. Unbedingt. Wäre das okay? Unbedingt. Frei heraus. Also wir haben ja diese gewaltigen Demonstrationen in ganz Deutschland gesehen und eben nicht nur im Westen, sondern auch im Osten nach den Enthüllungen von Korrektiv über dieses Treffen, bei dem auch AfD-Leute dabei waren zu Beginn des Jahres. Und dabei ist noch mal deutlich geworden, wie sehr der Staat und die Polizei im Osten Deutschland das Monopol über die Gewalt im öffentlichen Raum verloren haben und wie sehr über eigentlich die vergangenen 30 Jahre die harten Rechten die Gewalt im öffentlichen Raum monopolisiert haben. Dass die Leute das als Zumutung empfunden haben, finde ich sehr nachvollziehbar. Und die Tatsache, dass sie trotzdem demonstrieren gegangen sind, in sehr kleinen Städten, wo man sich untereinander kennt, ist wirklich bewundernswert. Und ich finde, also es würde schon auch, wäre vielleicht ganz gut, wenn man mal anerkennen würde, was alles nicht geschehen ist oder was für Versäumnisse im Osten stattgefunden haben. Aber das nur dazu. Zu Ihrer Frage zum NATO-Gipfel. Ich glaube, ja, dass dieser NATO-Gipfel wurde mal angesetzt als große Feier des Westens und der westlichen Unterstützung der Ukraine und als große Feier der NATO. Und das ist ja auch alles berechtigt. Die NATO hat Europas Sicherheit durch den Kalten Krieg hindurch garantiert und hat auch in den letzten 30 Jahren viel geleistet und war letztlich auch das politische Koordinierungsgremium für die Unterstützung der Ukraine in weiten Teilen. Aber der Anstieg der harten Rechten in Europa, die Frage, die auch noch nicht geklärt ist und wir hier noch nicht gesprochen haben, über das Verhältnis von zentristischen Gruppen zu hart rechten Gruppen im Europäischen Parlament, das ja politische Mitbestimmungsrechte hat in Europa. Das alles macht ja nicht Halt an der Tür der NATO und auch nicht Halt vor diesem Gipfel. Das heißt, die Frage, was der Aufstieg der harten Rechten in Europa und natürlich auch in Amerika für die Zukunft der NATO bedeutet, wird jetzt unausgesprochen über diesem Gipfel hängen. Und insofern wird die Feierstimmung deutlich gedämpft sein. Und das noch ganz unabhängig von der amerikanischen Präsidentschaftsdebatte vergangene Woche. So, und dann fragen wir uns genau das, Norbert Röttgen, was wird die Schlussfolgerung nicht nur der NATO sein in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine? Das wäre meine erste Frage an Sie. Was glauben Sie, wird da noch herauskommen? Und wird es substanziell eben nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das nächste und übernächste hinreichend Hilfe geben? Auf der anderen Seite die Frage, wenn sich Länder daraus verabschieden, und sagen, wir möchten das nicht, wir können nicht so viel Geld geben für diesen Krieg, dann wäre das ja auch eine legale Entscheidung von Regierungen in Europa. Ja, in Europa, also wenn es einen Kurswechsel in Frankreich gibt, klar, dann ist der demokratisch herbeigeführt, eine Veränderung der Lage. Und wenn es in Amerika passiert, ist es auch eine andere Lage. Oder in den Niederlanden oder in Ungarn oder in überall. Ja, Ungarn bleibt es beim Schlechten, würde ich mal sagen. Da hoffen wir auf Veränderung. Aber es bleibt ein Punkt. Der Krieg bleibt. Der Krieg bleibt. Und die Probleme bleiben, ob sie ökonomischer Natur sind, wie eben besprochen wurde, oder andere auch. Und Sie haben eben, einen wirklich wichtigen Punkt gesagt. Sie haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir eine Politik so machen, dass die Ukraine gewinnt? Ich glaube, dass die Halbherzigkeit, die überall gilt, ob das bei Klima ist, ob das bei digitaler Transformation ist, ob es bei Steuerung von Migration ist, ob es bei Wachstum ist oder bei der Unterstützung der Ukraine. Das ist ein Rezept zur Niederlage, weil man damit kein Problem löst. Und wenn alles so schlecht ist, wie wir jetzt beschrieben haben, und wir haben, glaube ich, nicht dramatisiert, dann gibt es für die NATO, für Europa, eine Konsequenz in der deutschen Politik zu treffen. Nämlich, es ist nicht, dass wir jetzt irgendeinem etwas erklären müssen, was an Zumutungen da ist, sondern wir haben die Aufgabe, Frieden wiederherzustellen und Sicherheit zu wahren. Das ist etwas, was die Menschen überzeugt. Ja. Es ist doch keine Zumutung, das Herr zu tun. Wir sind jetzt im dritten Jahr dieses Krieges. Ja? Die Menschen sagen in Frankreich zu 76%, wir wollen keine Bodentruppen. Und sie sagen in Deutschland in Größenordnung, dass sie sich auch wünschen, dass Friedensverhandlungen gemacht werden, was überall geschieht. Das stimmt nicht. Auf jeden Fall wünscht man sich einen diplomatischen Move, um aus dieser kriegerischen Situation herauszukommen. Ja. Hier ist meine Frage. Ja. Warum tut's Europa nicht einfach? Also was ist, was Sie zitieren, es ist nicht die Wahrheit, sondern die Menschen sehen, so ist die Lage nicht, sondern die Menschen sehen, dass es ein
unrealistischer Wunsch ist, mit Putin zu einem Verhandlungsfrieden zu kommen. Ich zitiere das ja selber häufig, diese Umfragen. Ja? Es sind 50% der Deutschen, es sind über 30%, die sagen, es ist genau richtig. Dann kommen noch Menschen hin, die sagen, ihr solltet sogar mehr tun. So ist es, genau. Also wir haben über eine Mehrheit. Und dennoch fragt man sich natürlich, warum haben wir über einen solchen langen Zeitraum Anteil an diesem Zweifeln, an diesem Pläne schmieden, an dem wirklich Verteidigen der Ukraine. Warum tun es die europäischen Staaten nicht einfach? Das ist die wirklich berechtigte Frage. Danke. Warum wachen wir nicht auf? Und es ist noch nicht einmal Krieg, der uns aufwachen lässt, dass wir das Notwendige tun. Das stimmt, weil wir in einer jahrzehntelangen Bequemzone gelebt haben, aus der es im Moment nirgendwo politische Führung gibt, um aus dieser Zone auszubrechen. Ich bin überzeugt, die Menschen, das ist meine, wir sind verwöhnt, wir sind bequem und sind mit dieser harten Realität nicht gewohnt umzugehen. Und unsere politischen, die wesentliche Konsequenz ist, es gibt nirgendwo in Europa, im Westen, muss ich sagen, Washington mit einbegriffen, adäquate, situationsangemessene politische Führung. Wir brauchen keine Angst vor dem Volk zu haben. Das Volk ist nicht dumm. Die Menschen sehen, was auf dem Spiel steht. Aber sie wollen auch nicht, das muss ich sagen, nicht nur abgeholt werden. Sie wollen auch nicht nur ein Gefühl haben. Sie wollen sehen, dass etwas erreicht wird. Und sie wollen Führung sehen, die klare Ziele definiert. Und in der Ukraine-Politik... Also doch Zumutungen. Es ist keine Zumutung. Ich glaube, dass das falsch ist. Weil es unterstellt, dass die Menschen die scheinbar bequeme Botschaft honorieren und den Ernst nicht honorieren. Meine Überzeugung ist, reden wir mal von Deutschland, dass wir in der Mehrheit ein vernünftiges Volk haben, mit dem man vernünftig wie mit Erwachsenen reden kann. Ja, also wenn man anfängt, die Menschen ernst zu nehmen. Ich würde das auch immer sagen, dass man die Menschen in diesem Land unbedingt ernst nehmen muss. Und die fragen sich ja, mit welcher Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit ist das politische Personal unterwegs. Mit einem Mangel an Ernsthaftigkeit, mit einem Mangel an Glaubwürdigkeit und mit einem Mangel an Kompetenz. So. Und wenn wir an den drei Punkten ansetzen, was absolut möglich ist, würde sich auch die Stimmung verändern. Gut, dann fangen wir doch mal bei Ihnen an und sagen, ist es denn damit getan, dass in Bezug auf die AfD beispielsweise sich Saskia Esken und Herr Klingbeil und Friedrich Merz auf der anderen Seite gegenseitig vorwerfen, schuld zu sein, dass die Extremisten so groß sind. Ist das klug, dass man die Rechten beschimpft und dass man sich gegenseitig beschimpft? Ja, es ist gut, dass wir so konkret werden. Klug wäre, wenn jeder Parteivorsitzende, alle Parteien, mal bei sich anfangen und überlegen, was müssten wir eigentlich besser machen, damit der Nährboden für diese Partei geringer wird. Denn diese Partei zieht ja Wähler von allen ab. Es ist ja nicht nur von einer Partei, auch von Nichtwählern. Also was machen wir eigentlich falsch? Wie können wir an den drei Punkten, wir haben ja eben gesagt, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und noch was Drittes, was wir hatten. Was können wir bei uns verändern? Und ich glaube, jede Partei und jeder Parteivorsitzende würde bei sich etwas finden. Mhm. Wenn man bei sich selber anfängt, glaube ich, ist das ein guter Weg. Herr Roth, wir machen das Gleiche, ein ähnliches Spiel. Saskia Esken, Lars Klingbeil werden nicht müde, die AfD zu beschimpfen. Was bringt das und worin bestünde eine kluge Alternative, wenn man diese Partei bekämpfen möchte? Was sicherlich nicht mehr funktioniert, ist, vor der AfD zu warnen, sie sei der Untergang von allem. Das mag so sein. Und die SPD ist nun eine Partei, die immer gegen Rechtsextremismus und Nationalismus gekämpft hat. Aber viele Menschen sehen in der AfD, und das ist für uns als Etablierte bitter, eine stinknormale Partei, wo man keine Angst mehr schüren muss. Man muss sie inhaltlich stellen. Wie schwierig das manchmal ist, erleben wir in allen Parteien, auch bei der Union, die nun einfach mal anfängt, sich an den Ukrainerinnen und Ukrainern abzuarbeiten, die den Staat und die Gesellschaft zu viel Geld kosten. Das ist nicht gut. Denn wir alle müssen aufpassen, dass wir nicht die Rhetorik, die Art und Weise des politischen Umgangs und auch die Inhalte von der AfD und von den Nationalisten übernehmen. Was könnte die SPD besser machen? Weil die schlaue Frage. Die SPD könnte erst einmal besser machen, dass sie versucht, diesen Laden Regierung zusammenzuhalten. Wenn diese Ampel scheitert, wird die Demokratie davon nicht profitieren, auch nur kurzfristig die CDU, CSU. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle noch mal am Riemen reißen, das ist das Wichtigste. Zweitens, wir müssen erklären,
dass dieser Krieg nur dann zu einem Abschluss gebracht werden kann, wenn es einen gerechten Frieden gibt, der der Ukraine das Existenzrecht garantiert. Das müssen wir machen. Drittens müssen wir Migration stärker ordnen. Wir müssen deutlich machen, diese Gesellschaft muss bunt und vielfältig sein. Wir brauchen Einwanderung, wir brauchen aber mehr Gemeinsamkeiten, wir brauchen mehr Miteinander und es braucht klare Regeln, an die sich alle zu halten haben. Auch die und vor allem die, die zu uns kommen und sich hier eine Zukunft aufbauen wollen. Ja. Und dann sollten wir, um auf Constanze Stelzen-Müller kurz zu referieren, die Straße nicht den Nazis überlassen. Das wäre doch ganz schön. Naja, wir leben ja auch in einer Form des Biedermeiers. Also viele ziehen sich in den eigenen Garten zurück und grillen. Und der öffentliche Raum, der ist leer und wird dann natürlich den Demokratieverächtern überlassen. Dass das anders möglich ist, haben wir ja erlebt bei vielen Demonstrationen. Und ich habe aber dann auch schon wieder den Eindruck gehabt, dass sich jeder so in seiner eigenen Bubble nur noch wohlfühlt. Ich erwarte, dass da auch konservative Reden und stehen. Ich erwarte, dass da Liberale stehen. Es kann nicht nur das übliche Milieu von Linken sein, in denen ich mich natürlich auch wohlfühle. Wir brauchen alle, die Liberalen, die Konservativen, die brauchen wir auch, um diese Demokratie zu erhalten. Zeiten größter Verunsicherung, Fritz sage ich schon, Fred, ich wusste, dass es passiert. Einmal muss es geschehen heute Abend. In Zeiten größter Verunsicherung, in der die Politik auch nicht mehr die Nerven hat, überhaupt noch Ziele zu formulieren? Ich glaube, das Problem ist, dass die Politik oder zumindest diejenigen, die zurzeit die Verantwortung tragen und vielleicht ein Stück weit auch vorher einfach die großen Probleme nicht richtig angehen. Ich glaube, dass wir haben ja eine Bevölkerung bei uns, es ist ja eigentlich, wenn man jetzt zurückblickt, bis aufs Jahr 2008 ungefähr, was das deutsche Volk und die Leute, die auch die mit Migrationshintergrund, alle, die hier leben, geleistet haben. Ja? Als in Amerika die Immobilien untergegangen sind, hat Deutschland das hier in Europa auf viele getan, zu retten. Als Griechenland fast untergegangen ist, ist das deutsche Volk hingegangen und hat das gerettet. 2015, als die Einwanderung sind, die Leute hier haben enorm viel geleistet. Und ich glaube, die Leute hier erwarten für das, was sie leisten, das ist ja wirklich groß, was hier als Steueraufkommen ist, eine professionelle Politik. Mhm. Und ich glaube, das ist das A und O. Und dann muss man halt gucken, dass man halt den Leuten eine Basis schafft, dass sie ihre Talente entfalten können. Und das ist einerseits, glaube ich, man braucht, glaube ich, eine massive Verwaltungsreform und einen Bürokratieabbau. Man braucht eine Digitalisierung der Verwaltung. Und ich glaube, gerade in Sachen Migrationspolitik braucht man natürlich eine Steuerung, wie Sie sagen. Aber man muss natürlich auch den Leuten, die hier hinkommen, die Möglichkeit geben, auch ihre Talente zu entfalten. Ich finde es unglaublich teilweise, was für Abschlüsse aus dem Ausland hier nicht anerkannt werden, dass Leute hier nicht arbeiten können, die das eigentlich wollen und könnten. Und so ist es halt so, dass man die Leute stärken muss, die unsere Gesellschaft voranbringen wollen. Aber die Leute, die hier das schaffen, und gerade die Leute im Niedrigsektor, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute im Niedrigsektor überhaupt über die Runden kommen, vor allem nach der Inflation und der Steuerlast, die Leute haben, den Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie zumindest ein bisschen atmen können vor so viel Staat und dann auch einfach Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das geht ja alles. Da spricht auch noch der Berliner. Das sollen unsere Zuschauer auch unbedingt wissen, dass Fred Pleitgen hier zu Hause ist und überall einen guten Job für in diesem Fall CNN macht. Wir müssen einen Punkt machen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese Runde heute und Sie weiterverweisen an Markus Lanz, der unter anderem Michael Wolfsohn zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche Donnerstag wieder, 22.15 Uhr wie immer. Sie kommen gut durch die Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank nochmal. Vielen Dank. Merci bien. Bye-bye.